Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Sendung, die sich heute mit einem Thema beschäftigt, das wirklich jeden Einzelnen von uns betrifft und das dennoch tabuisiert ist, nämlich mit dem Tod. Und ich darf Sie mit einer ganz außergewöhnlichen Band bekannt machen, nämlich mit der Gruppe Rock in Peace. Das heißt, Bandleader Martin, das heißt, ihr spielt ausschließlich Nummern von verstorbenen Größen, von Superstars. Ja, so ist es, ja. Es hat sich im Laufe der Zeit eben ergeben, dass sehr viele Superstars nicht mehr sind und wir hatten dann die spontane Idee, das Ganze zu einem Showprogramm zu verarbeiten. Ja, es hat sich im Laufe der Zeit ergeben, es wird sich auch weiterhin so ergeben. Also ihr habt ein endliches Repertoire. Ja, wir werden diese Programmthematik immer wieder erweitern, ja. Je nach Geburtsdatum oder Sterbedatum. Es gibt auch Specials, an denen wir dann einem speziellen Superstar einen ganzen Abend huldigen. Und dann gibt es halt immer von dem ein bisschen mehr im Programm. Das ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Idee. Seid ihr durch einen Todesfall auf diese Idee gekommen oder... Ja, durch mehrere Todesfälle. Also als Freddie Mercury gestorben ist, als Prince gestorben ist, als David Bowie gestorben ist, haben wir öfters danach gespielt und haben dann diese Songs natürlich in einem ganz eigenen Gefühlszustand erlebt auf der Bühne. Und je öfter das passiert ist und je mehr es war, desto klarer es war, aus dem könnte man ein Programm zimmern. Mhm. Wir haben schon länger darüber gesprochen, weil ja diese Thematik ja schon lange existiert. Ne? Prince. George Michael, Freddie Mercury. Ja, also gut, wir könnten die Liste unendlich, Amy Winehouse bis herauf, wollen wir gar nicht drüber nachdenken, wer der Nächste sein könnte. Mhm. Aber es ist schon auffallend, dass viele der ganz großen Superstars ziemlich jung sterben. Ja, ich glaube einfach, dieses Geschäft erfordert einfach eine Überanstrengung in allen Bereichen. Und es gibt auch viele, die damit nicht wirklich gut umgehen können. Ja. Also die Überanstrengung, die dann wiederum Mittel kompensiert nach sich zieht. Muss. Ja, genau. Die dann Dinge nach sich zieht und dann passieren halt eben Unfälle, wie zum Beispiel bei Prince, der einfach an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben ist. Oder Michael Jackson. Ja. Es gibt dann natürlich auch die Drogenthematik oder Alkoholthematik. Aber oder Whitney Houston, die dann in der Badewanne gefunden worden ist. Und Whitney Houston ist ja eine jener drei. Ihr habt ein kleines Medley für uns zusammengestellt. Ja, wir haben als zweites Joe Cocker, der als die Rockerröhre, glaube ich, hinlänglich bekannt ist. Und zum Schluss huldigen wir noch dem Österreicher Falco. Einem ganz, ganz großen Österreicher. Ich freue mich sehr. Bitte. If I should stay, I would only be in your way. Wirklich war überhaupt, man glaubt, man hört das Original singen. Das Original übrigens habe ich mal in einer Sendung gehabt, Joe Cocker, den echten, Whitney Houston samt Tochter, habe ich mal bei einer Veranstaltung kennengelernt in Hamburg. Das ist eigenartig, wenn man dann in dieser Form sie noch einmal wieder auferstehen lässt, wenn man sie gekannt hat. Ich nehme an, Falco hast du ja auch gekannt, oder? Ich habe ihn mal zufälligerweise kennengelernt bei der Veranstaltung und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja. Wird das denn auch bei euren echten Konzerten dann auch ein bisschen durchmoderiert, dass du vielleicht das eine oder andere mal erzählst, Anekdoten oder Begegnungen mit dem einen oder anderen Musiker? Ja, die Idee ist, dass man auch dem Publikum ein bisschen den Künstler näher bringt. Also es wird Anekdoten geben, es wird vielleicht auch persönliche Begegnungsspäßchen geben. Ihr seid ja alle schon sehr lange in dieser Branche, in den unterschiedlichsten Formationen spielt sie, aber in dieser, also in Rock in Peace, in diesem Projekt, Rock in Peace Department, das ist ganz, ganz neu, jetzt erst gegründet, rechtzeitig zu Allerheiligen gegründet. Ja, es war ein bisschen Eile dahinter, aber es ist sich ausgegangen. Und jetzt habt ihr in dieser Formation eure erste Veranstaltung nächste Woche, am Freitag. 6. November, Orpheum Wien. Ja, aber da wird keiner kommen.
Wieso das? Da läuft Vera. Wir übertragen es live. Nein, ich wünsche euch toi, toi, toi. Ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee und es wird sicher eine große Sache. Danke vielmals noch euch allen. Dumm, oh, oh. Schau, komm, ich sage dumm, oh, oh.